Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 7. März 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen, hat einen guten Einfluss von Jupiter und hat einen guten Einfluss von Mond. Das heißt, mehr Offenheit über Gefühlen zum Sprechen, Gefühlen zu zeigen, Gefühlen annehmen. Und vor allem, das spielt sich alles ab in die Wasserelement. Weil die zwei Tierkreiszeichen, die sich hier verbindet, ist die Tierkreiszeichen Skorpion und die Tierkreiszeichen Fischen. Und die beiden gehören zum Wasserelement und Wasserelement hat einen Bezug zu unseren Gefühlen. Manchmal ist es auch eine Art Reinigungsprozess. Venus und Merkur bewegt sich schon in Tierkreiszeichen wieder. Und sie stehen auch ganz nah, das heißt Gespräche über Liebe, Partnerschaft und die wieder ist auch die Begeisterung, die Leidenschaft, aber bei vielen Fällen auch Neuanfang. Gespräche über ein Neuanfang. Unser Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Jungfrau. Mond hat eine abnehmende Mondphase und bekommt einen Einfluss von der südlichen Schale und nördlichen Schale. Diesen beiden sind Sternbilder im Himmel. Früher gab die Tierkreiszeichen Waage nicht, das haben die Römer eingeführt. Diese beiden Schalen, südlichen Schalen und nördlichen Schalen, können wir betrachten von Seite der Jungfrau, dann ist es nichts anderes als der Waage, was die Jungfrau im Hand hält und hat eine symbolische Bedeutung für Gerechtigkeit, für Recht, für göttliche Gesetze, Ursache und Wirkung. Wenn wir von Seite von Skorpion betrachten, dann ist es nichts anderes als die Schiere des Skorpion. Hier auch etwas abwiegen oder vergleichen. Und genau das ist die Bedeutung von dem südlichen Schalen und nördlichen Schale. Heute sollen wir etwas ausgleichen, vergleichen, in Gleichgewicht zu bringen. Oder weil die Mond auch einen Einfluss hat und Mond beeinflusst unseren Gefühlen, wir sollen im inneren Gleichgewicht bleiben. Nicht nur diese beiden Sternbilder beeinflussen die heutige Mondbewegung, sondern Unukalhai bestrahlt auch den heutigen Mondeinfluss. Unukalhai ist nichts anderes als der Herz der Schlange. Und wenn wir mit der Schlange in Berührung kommen, auch im Sternbilder, das hat etwas zu tun mit Lügen, Falschheit und wir sollen achtsam sein, welche Informationen wir bekommen, welche Kontakte gerade haben. Ist das die Wahrheit oder ist das eine Lüge? Also wir brauchen eine vorsichtige Haltung und genau wenn es um die Herz der Schlange geht, natürlich oft ist es eine Herzensangelegenheit. Also wir sollen in Wahrheit bleiben oder kommt die Wahrheit ins Licht. Agena bestrahlt auch die heutige Mondbewegung und Agena heißt ein Zeiger und zeigt auch eine bestimmte Richtung. Welche Richtung zeigt Agena? Das ist das Kreuz des Südens. Dieses Sternbild, das Kreuz des Südens, ist von Südhalbkugel sichtbar und in diesem Sternbild befindet sich die Südpol, nicht die Nordpol. Die Nordpol befindet sich im kleinen Wagen oder kleinen Bär und die Südpol befindet sich im Kreuz des Südens. Und das sind religiöse Themen, spirituelle Richtungen und Agena zeigt gerade die Richtung und das kann bei vielen Menschen gerade eine Neuorientierung bedeuten.
Wie wirkt es auf den einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Fischen in Osthorizont auf und im gleichen Moment geht die Tierkreiszeichen Jungfrau in Westhorizont unten. Die Fischengeborenen werden jetzt wahrgenommen. Und sie bringen etwas ins Licht. Sie sind auch kreativ und sollen sie sich inspirieren lassen. Sie haben gerade Glück, weil sie können mehr Gefühle zeigen oder annehmen. Und natürlich die Gefühle werden auch wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist es ein Aufstieg und sie werden auch in die nächste Zeit wahrgenommen werden. Sie bekommen auch Anerkennung. Wichtiger Thema wird in die nächste Zeit Liebe, Partnerschaft und wichtige Gespräche und Termine. Da bewegt sich einiges. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtiges Thema, die Finanzen, die Werte, die Wertschätzungen und die Stiergeborenen haben gerade Glück, Gewinn, Chancen. Guter Einfluss von den Planeten. Die Begeisterung ist da und auch Leidenschaft in die Liebe, Partnerschaft, mehr Klarheit, mehr Orientierung, Glück und Gewinnchancen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher. Wo sie aber Verbesserungen erleben in die nächste Zeit, das ist die Liebe, Partnerschaft und eine gute Nachricht ist unterwegs. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen haben gute Möglichkeiten, Chancen gerade über Gefühle zum Äußern, Gefühle zeigen, Gefühle annehmen. Dann spüren sie auch ihre Kreativität. Das können sie umsetzen im Privaten, können sie umsetzen im beruflichen Umfeld. Die Gespräche werden in die nächste Zeit schwierig sein. Die Krebsgeborenen haben dann das Gefühl, niemand hört zu oder führt zu Missverständnissen. Oder warten Sie auf einen Termin oder eine Nachricht und es kommt noch nicht. Da werden Einschränkungen da sein. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen verbessert sich gerade etwas in die Liebe, Partnerschaft. Bei vielen Löwengeborenen ist auch ein Neuanfang oder neue Begegnung oder eine Versöhnung. Eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Die Verträge laufen sehr gut. Und in den kommenden Tagen wird es noch intensiver, noch besser, kommt auch die Begeisterung. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist wichtiges Thema, Klarheit über etwas zu bekommen oder die Richtung bestimmen. Das, was die Jungfraugeborenen gerade begeistert und sie sollen auf ihren Herz hören. Das kann die Liebe, Partnerschaft bedeuten, die Berufung bedeuten, ein Hobby bedeuten. All das, was die Jungfraugeborenen begeistert, da brauchen sie Orientierung und dann bringen sie das in Ordnung. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen wird in die nächste Zeit ein wichtiges Thema sein, Liebe, Partnerschaft, Umbrüche, Veränderungen, Termine, gute Gespräche zu führen. Das trifft vielleicht nicht im heutigen Tag, aber das wird die wichtige Thema sein in die nächste Zeit. In die kommenden Tagen kommt auch die Begeisterung, kommt auch die Bewegung. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren haben gerade Glück, die Gefühle wahrzunehmen, Gefühle zeigen, Gefühle annehmen, die Wahrheit zu erfahren, Erfolg zu haben. Die Skorpiongeborenen haben gerade Glück und Erfolg. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen sind noch Unklarheiten, aber gute Einflüsse kommen schon in die kommenden Tagen. Gute Gespräche, ein wichtiger Termin, ein wichtiger Vertrag, Glück in die Liebe, Partnerschaft und berufliche Veränderungen, was auch ein Vorteil ist für die Schützengeborenen, weil das wird die begeistern. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen kommt mehr Klarheit, mehr Orientierung,
Auch können sie Gefühlen annehmen, Gefühlen zeigen, sie werden auch wahrgenommen, ist auch ein beruflicher Aufstieg ist möglich. Die Gespräche werden in die nächste Zeit etwas schwieriger sein, weil die Steinbock-Geborenen haben das Gefühl, niemand hört zu oder führt zu Missverständnissen oder warten auf eine Nachricht. Und das kommt nicht, es werden Einschränkungen da sein. Die tierkreiszeichnenden Wassermann-Geborenen starten einen Neuanfang und sie haben auch damit Glück, weil da ist die Kraft, die Bewegung und sie werden ihre Ideen umsetzen und das führt auch zum Erfolg. Und sie haben in die nächste Zeit auch Glück in die Liebe und eine gute Nachricht ist auch unterwegs. Und das war mein Tageshoroskop. Ich möchte noch die Blitzberatungen erwähnen. Was ist es? Wenn Sie Fragen haben, was den Alltag betrifft, oder Sie stehen vor einer Entscheidung, oder Sie haben schon die Entscheidung getroffen und brauchen Sie eine Bestätigung, können Sie jederzeit ein E-Mail schreiben. Sie können auch das ausführlich beschreiben, Ihre Lebenssituation. Ich nehme dafür gerne die Zeit und ich beantworte diese E-Mails auch blitzschnell. So soll das auch bleiben, ist auch Blitzberatung. Und mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.